Wenn Sie die Augen schließen, nachdenken, wie muss jemand sein, der Ihr Herz erobern darf? Da habe ich kein bestimmtes Bild. Bei mir ist es so, das entsteht immer spontan. Mir gefallen sehr viele Frauen, aber es hat sich bisher noch nichts Passendes ergeben. Also sage ich mal, es ist immer schwierig, jemanden Passendes zu finden. Aber vielleicht ergibt sich in naher Zukunft was und ich würde mich darüber sehr freuen, natürlich. Ich glaube, dass das ja auch viele Leute schnell ein falsches Bild von Ihnen hatten. Da hat sich vielleicht auch vieles schon verändert. Aber kann man auch generell sagen, sind Sie schüchtern? Sind Sie eher der Zurückhaltende? Und das mag auch ein Grund dafür sein, dass Sie nicht so in die Welt reinlaufen, wenn es um die holde Dame geht? Das würde ich schon bestätigen. Ich bin eher schon der schüchterne Typ und ein bisschen zurückhaltend. Aber es kommt darauf an, was für eine Dame da ist. Also wenn da ein Mädel dabei ist, die mir das Gefühl gibt, dass sie mich gut findet, dann kann ich auch aufblühen. Also es gibt ja manchmal auch Damen, da ist man gehemmt und da traut man sich nichts. Aber ich glaube, wenn ich die passende Dame finde und wo in mir das Gefühl gibt, hey, du bist so gut, wie du bist, wenn sie mich so respektiert, wie ich bin und mich so akzeptiert, dann bin ich auch ganz anders wieder. Dann bin ich auch viel offener. Es kommt darauf an, wie das Mädel ist, also wie sie charakterlich tickt. Das spielt auch eine große Rolle. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie es dann ist oder was wichtig ist, um in der Liebe glücklich zu sein, wenn es denn mal passiert ist? Es ist wichtig, dass man charakterlich zueinander passt, dass man auf einer Wellenlänge ist. Ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass das äußere Erscheinungsbild stimmt. Natürlich, das zählt auch. Aber ich glaube, man muss auch auf einer Wellenlänge sein. Das ist ziemlich wichtig, sodass man sich gegenseitig unterstützt, sodass man sagt, hey, du bist so, wie du bist. So akzeptiere ich dich einfach. Ich will dich nicht verändern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jemanden einfach so akzeptiert, wie er ist. Dass man nicht einen verändern will. Ja. Man sagt ja oft, dass man mit dem Leben, was man gerade fühlt, glücklich ist. Aber der Mensch ist ja nicht für das Alleinsein gebaut. Erfüllt Sie das dennoch mit Trauer, dass Sie eben die richtige Person noch nicht gefunden haben? Also ich bin nicht wirklich traurig, aber natürlich mache ich mir gelegentlich, gibt es so Phasen, wo ich mir Gedanken darüber mache und sage, okay, natürlich wäre es schon schön, wenn ich ein nettes Mädel an meiner Seite hätte und die mich auch so liebt, wie ich bin und mich so akzeptiert, aber ja, man kann ja nicht alles haben im Leben und vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit und dann ergibt sich vielleicht was. Mal gucken.